Grüß euch, meine lieben Pokémon-Fans. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Brown. In der letzten Folge hatten wir Muragatown erreicht und die Arenaleiterin Lois auch noch unter Beschuss genommen und sie besiegt. Natürlich hatten wir noch eine VM-Attacke gefunden, was natürlich Fliegen ist für unser liebes Tauboga. Und jetzt geht es nun los auf nach Gyro City, wo jetzt unser vierter Orden jetzt auf uns wartet. Natürlich mit einem kleinen Marsch. So, was haben wir hier? Aber zu deinem Pokédex, Professor Tims Assistent kam hierher. Wahrscheinlich ist er hier oben. Eine Erfahrungspunkte für alle, also eine EP-Teiler für 50 Pokémon. Nein, leider nicht. Ein seltsames Pokémon fliegt über Mount Boulder. Sieht aus wie ein Teil von Johto. Oh! Also wir sind jetzt hier in der Nähe von Johto. Aber hier sind wir schon, Leute. Gyro City. Die Stadt, wo jetzt unser dritter Orden auf uns wartet. Aber bevor wir dann den dritten Orden jetzt holen, gehen wir dann zum Fahrradladen, denn ich glaube, Gyro City hat einen Fahrradladen, wenn ich mir das recht erinnere. Also Gyro City ist irgendwie der letzte Halt von der Region Liga. Ich weiß doch, es gibt noch Pokémon Prism, aber ich glaube, Pokémon Prism werde ich definitiv let's playen, weil das ist natürlich die Fortsetzung zu Pokémon Brown. Wenn du dich verlaufen hast, setzt du deine Karte ein, ist ja logisch. War da nicht ein Fahrradladen oder war das woanders? Ah, da ist es auch. Ja, da ist es auch. Diese Fahrräder sehen cool aus, aber die sind zu teuer. Naja. So, da haben wir jetzt dann natürlich den Radkumpo, den wir jetzt gekriegt haben in Mersin City, bei diesem Pokémon-Fanclub. Und jetzt haben wir ein Fahrrad. So, schauen wir mal, wie das aussieht. Didim. Didim. Ich habe ein Pokémon von Silk Tunnel, aber es ist immer noch nicht gut genug, um Sparky zu besiegen. Sparky heißt also der Arenaleiter. Nee, habe ich nicht gehört. Team Rocket hat eine Lagerhalle in Besitz genommen. Oh. Also das heißt jetzt, Team Rocket ist wieder im Anmarsch. So, wir schauen mal nach, was es jetzt hier gibt. Ich glaube, da gibt es einen Weg zur Pokémon-Liga, aber wir können jetzt mal kurz umschauen. Ich möchte jetzt etwas den Part etwas länger machen, damit ihr sehen könnt, wie Gyro City aussieht. Sieht ein bisschen kompliziert aus, um hier zur Pokémon-Liga zu kommen. Ich kann es nachvollziehen. Aber schauen wir mal trotzdem rüber. Hier kommen wir dann zur Region-Liga. Der Weg zur Region-Liga-Eingang. Okay. Ja, das sieht aus wie bei der ersten Generation, nur anders. Hier kommen wir dann zur nächsten Stadt, nach Botan City. Botan City. Und da kommen wir erst später rüber. Gyro City Pokémon Arena Leiter. Sparky. Ein Pokémon Trainer, das jeden schockt. Gut übersetzt. Na gut. Ah ja, ich muss jetzt schnell was machen, kurze Pause, Leute, also bis gleich. So, da bin ich wieder, Leute. Ich habe jetzt ein bisschen mein Team jetzt ein bisschen aufgebaut. Naja, eher mit neuen Attacken und so weiter.
Und ja, wie ihr seht, habe ich jetzt nur ein Pikachu mit einem Donnerstein in Pokémon-Markt jetzt mal kurz geholt. Und ja, ich habe etwas zu tun gehabt. Privates und so weiter. Ihr wisst schon, was jetzt abgegangen ist. Also, weiter geht's. Wie ihr seht, habe ich jetzt ein bisschen eine neue Attacken erlernt. Und zwar für Porygon. Und zwar, statt Sternschauer hat es jetzt nun Eisstrahl. Und natürlich hat jetzt auch noch unser lieber Bisasam Knosp natürlich die Attacke Gigasauge, habe ich jetzt nur erlernt, was ich natürlich für von Lois bekommen habe. Jetzt geht's nun los. Wir starten jetzt nur mit Dictry, denn Dictry ist natürlich jetzt ein Bodentyp. Ich hoffe, dass wir jetzt mit Dictry eine Chance haben. Ich habe natürlich jetzt auch noch jede Menge Superbälle gekauft, jede Menge Superschutz und Superbälle für fast 40 Stück. Wer weiß, ob wir dann Pokémon fangen werden noch in nächster Zeit. Verschwinde. Nee, danke. Hab ich keinen Bock. Ich möchte kämpfen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt die Arena wurde jetzt umgebaut, also in der letzten Version. Letztes Mal war es immer wieder mit diesen dümmlichen Schaltern, das war das Nervigste daran. Ihr kennt schon die ganze Chose. Also war doch dann, Lois, dann doch der Arena. Also wenn ich jetzt nach Gyro City dann stattdessen gegangen wäre, wäre ich sicherlich schon gefickt. Ja, das sagt man denn ja nicht so laut, aber ich wäre jetzt ziemlich sicher, ziemlich am Arsch gewesen. Ja, hör auf zu laggen. Ich tue immer noch rendern, jetzt das nächste Zelda-Part. Und ja. Ich bin einmal schon gestorben jetzt bei der Aufnahme und ich habe mich ein bisschen aufgeregt wegen diesen Stahlfoss-Rittern. Die ziehen ja 2 Schaden ab. Ihr wisst schon, bei Ocarina of Time, da bin ich jetzt einmal gestorben jetzt. Das erste Mal als erwachsener Link. Wie geil ist das denn? Da waren 6 Herzen nicht einmal genug. Da brauche ich ja ca. 7 oder 8 Herzen, um diese Sternchen durchzumachen. Aber es muss doch möglich sein, dass ich nicht so oft sterbe. Are you ready to rock? Und wie? Obwohl ich jetzt nicht so gerne auf Rock stehe. Sorry Mikro, aber jetzt ein Stückchen von meinem Radler. Alkoholfrei, keine Sorge, ich werde nicht angesoffen. Habe jetzt nur ein Radler, ein Gösser Naturradler, 0,0% Alkohol, also alkoholfrei, also keine Sorge. Ich denke, es ist nur das Vergnügen. Nur das Vergnügen und nicht das Langeweile. LOL. Hat sich da in die Luft geflogen. Fried. Also die Arena ist ziemlich easy aufgebaut worden. Naja. Ich glaube, der Part wird jetzt nicht so lange sein, glaube ich. Aber wir können jetzt noch bis zum Sylph-Core gehen. Das wäre noch eine Möglichkeit, um das in dem Part etwas zu verlängern. So, wie ihr seht, habe ich eh schon jetzt vorbereitet, falls es dann schwieriger wird, aber so wie es aussieht, ist Dictry das passende Pokémon gegen Sparky. Bist du der Arenaleiter? Ja, das bin ich. Was willst du jetzt nur tun? Gegen mich herausfordern oder irgendetwas? Ja. Was kümmert dich das? Meine elektrischen Pokémon sind viel zu stark für jeden. Ganz besonders für dich. Nun, wir werden das mal sehen. Lass uns kämpfen. Also Sparky klingt ein bisschen ziemlich arrogant. Mal sehen. Level 27. Einmal hat es einen Glitch gegeben in einem Pokémon Brown Hack, dass das Raichu auf Level 75 war.
Ich gedacht jetzt, what the hell, da muss doch sicherlich ein Programmierfehler gewesen sein. Ich hoffe, dass es nichts wieder der Fall wird. Also ich schlage sie mit einem Schlag, what the fuck, ist ja ziemlich easy. Blitzer. Ich weiß nicht, da war letztes Mal in einer alten Version, also in 2011 Update, dass Coolboy Man nicht gemerkt hat, dass Sparky, also der Arenaleiter Sparky tatsächlich weitaus übertrieben war mit einem Reitschirm mit Level 75 auf einen vierten Arenaleiter reinzupacken. Und ich glaube, es war ein Programmierfehler gewesen bei seinem ROM-Hack, aber es wurde jetzt gefixt, so wie es aussieht. Also wir haben ja alle Pokémon von ihm jetzt schon besiegt mit einem Schlag, mit Dictree. What the fuck, und ich brauche nicht mal einen Wechsel. Das wollte ich nicht, du hast mich wohl doch nicht verarscht. Okay, hier ist dieser Blitzorden. Der Blitzorden, dieser Sparky-Orden, der von mir selbst genannt wurde, erhöht nun deine Pokémon-Initiative und lässt dich fliegen außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem nimm das hier. TM24. Donnerblitz, auch endlich mal was Wunderbares. So, jetzt sind wir jetzt schnell für Raichu geben. Donner Schock jetzt mal weg. Jetzt haben wir Donner Blitz. So, dann lass uns jetzt anfangen. Weiter geht's dann in zur nächsten Stadt. Denn hier geht's nur noch zur Pokémon Liga, da waren wir schon jetzt für ein paar Minuten zuvor. Na gut, wir lassen uns jetzt mal kämpfen. Das ist ziemlich seltsam. Warum? Sieht ja dann merkwürdig aus. Pixie. Minikri. Oder nein, das ist Komprimator. Warum sind die Trainer dann dort so einfach? Ich frage mich nur selbst, warum denn so? Okay, Vati. Komisch, dass es jetzt so ein Volona-Ruf hat. Ich weiß ja selbst, in der ersten Generation ist es ja nicht so möglich, Rufe neu zu machen. Hey, warte, lass uns kämpfen. Und mal sehen, wie stark du bist. So. Ah ja, ich habe jetzt keine Attacken mehr, verdammt. Wenn es Gigasauger hat oder Absorber, da habe ich echt Probleme. Wir werden jetzt noch bis zum zur Silfco Warenhaus gehen oder nach Botan City und dann beenden wir die Folge. Ich möchte jetzt den Part etwas verlängert lassen, damit euch da ein paar, weil ich sehe schon Sommerferien und manche Leute sind jetzt schon in den Sommerferien angelangt. Oder früher schon. Aber irgendwie habe ich jetzt irgendwie keine Sommergefühle mehr, weil es irgendwie nicht so sehr warm ist. Manchmal ist es so zwischen 25 und 21 Grad, kaum geht wer schwimmen. Das Schwimmbad in meiner Gegend ist nur offen, weil die wollen dir nur was saufen oder nur was zum Mampfen haben.
Aber das Schwimmbad ist ja nur offen, wenn es ganz heiß ist. Und heute ist ja natürlich, wird es natürlich heiß. Heute Donnerstag. Oder nein, es ist heute Mittwoch. Heute Mittwoch. Natürlich ist die Aufnahme jetzt schon seit Mittwoch her. Da ist schon 30 Grad, aber jetzt in der Zeit ist es wieder kalt. Am Wochenende wieder 20 Grad oder 19 Grad oder 17 Grad sogar. Ich weiß nicht, was jetzt mit 2020 jetzt auf einmal los ist, dass 2020 so kalt anfängt, der Sommer. Und dann im Vergleich zum letzten Jahr war es so extrem heiß. Da fragt man sich jetzt, wo bleibt der gute alte Sommer? Der immer 35 Grad hatte oder fast 40 Grad Hitze gehabt hat. Das waren noch Zeiten. Boah, dieser Sound ist auch echt nervig. Na gut, dann lassen wir uns schnell unsere Pokémon wieder heilen. Weil unsere Pokémon sind schon wieder mal schwach. So. Ich glaube, jetzt werden wir dann sicherlich jetzt noch in den Silphco-Warenhaus gehen im nächsten Part. Aber in diesem Part werden wir jetzt nur noch auf dem Weg machen. Und dann im nächsten Part geht es wahrscheinlich nach zum Silph-Warenhaus, wo Team Rocket jetzt auf uns wartet. Denn Team Rocket ist wieder mal da. Und ich weiß nicht, wie lange es abspielt, die Storyline von Pokémon Brown, aber in Wirklichkeit handelt es sich dabei, dass es jetzt 5 Jahre nach Gold, Silber, Kristall abläuft. Oder 4 Jahre nach Gold, Silber, Kristall, ein Event von Gold, Silber, Kristall. Und fast 8 oder 9 Jahre nach den Events in Kanto, also in Rot-Blau und gelbe Edition. Rot, Blau, Gelb und grüne Edition. Ja, die grüne Edition ist natürlich nur in Japan veröffentlicht worden. Na komm. Aber wir sind jetzt sehr stark, das muss ich schon jetzt sagen. Das Team, weil was wir jetzt aufgebaut haben, passt ja perfekt. Meberak. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich einen Meberak schnappen oder irgendetwas anderes. Ariados. Ich glaube, die Entwickler haben versucht, irgendwie Ariados Ruf in der ersten Generation zu porten, aber es ist irgendwie nicht möglich. Aber irgendwie haben sie in Pokémon Prism das schon mal geschafft. Naja, weil ihr wisst schon selbst, Pokémon Prism ist natürlich ein zweiter Generations-ROM-Hack. Früher wurde es dann in Pokémon Gold erstellt worden, dann wurde es dann umgesetzt von Cool Boy Man, den Entwickler des Spiels, dass er dann stattdessen auf Pokémon Gold jetzt noch auf Pokémon Kristall alles machen wollte. Und es ist leider aber enttäuschend, dass Pokémon Prism ein Copyright bekommen hat von Nintendo. Und ihr wisst schon selbst, das Spiel wollte er kein Geld daraus machen oder als physikalische Sache veröffentlichen. Aber ich weiß nicht, warum hat Nintendo immer die Fangames copyrighted, also wie mit einer Anklage gedroht. Also es sind ja halt nur Fangames, die werden ja nichts gezahlt. Die Entwickler zahlen ja gar kein Geld dafür, wenn sie einen ROM-Hack erstellt haben. Ich hoffe, dass es nicht bei Super Agent of the Skies dann einmal der Fall wird, weil Super Agent of the Skies ist bis jetzt einer der besten ROM-Hacks jetzt schon. Also ich weiß, es ist noch erst ein Alpha, aber ich
hoffe, dass dann die Beta-Version sehr, sehr bald kommen wird, denn ich verfolge ja immer noch in deren Discord-Account, wie weit sie jetzt entwickelt haben mit dem ROM-Hack, und da sind schon sehr viele Bilder jetzt aufgetaucht auf deren Discord-Server. Und wenn es soweit ist, dann vielleicht werde ich es noch fortsetzen mit den Observation of the Skies, genau wo wir jetzt aufgehört haben. Jetzt sind wir hier. Hier ist noch ein Trainer hier, glaube ich, oder? So. Dann wollen wir mal schon den hier kämpfen, aber ich glaube, wir sind dann eh schon sehr bald dort. Bei Botan City. Den Ort, wo wir jetzt den wir erreichen wollten. Ich habe zu viele Poké-Dollar, damit ich jetzt schon fast Top-Tränke und Top-Genesung kaufen könnte, weil ich habe jetzt schon, ich weiß nicht, wie viel Geld habe ich jetzt bereits? Seit ich jetzt den zweiten Orden gemacht habe, habe ich jetzt 138.000 Poké-Dollar. 138.000 Poké-Dollar gesammelt, also ist schon eine Menge Geld. Nur der Luft sieht ja ziemlich merkwürdig aus in der ersten Gen. Wirklich ohne Scheiß. Ach, der Design war ziemlich merkwürdig in der ersten Gen. Das kann ich mir jetzt nachvollziehen. Und ich weiß schon selbst, Pokémon Grün hatte ich hässlichste Sprites überhaupt im Spiel. Also kein Wunder, dass dann Pokémon Grün nie veröffentlicht wurde im Jahr 1997, 1996. Das Spiel kam ja natürlich 1997 in Japan nur raus und kam nie im amerikanischen als auch im europäischen Handel raus. Wurde 59. Ich glaube, da sind wir schon jetzt. Ja. So, da brauchen wir natürlich den Krug, den Bierkrug. Den kriegt ihr natürlich entweder in Osari City oder in Jairo City, wenn ihr den habt. Lässt euch der Wärter dann euch vorbei. Deshalb habe ich es auch mitgenommen. Ah, dieses Zeug ist sehr gut. Es sieht aus, ich kann jetzt endlich reingehen. Und meine Quest jetzt nun zu vervollständigen. Na gut, wir sind jetzt nur in Botan City angekommen, Leute. Und es ist das einzige Ort, wo kein Pokémon Center befindet. Na gut, wir werden im nächsten Part, Leute, direkt dann zur Sylph Company gehen, also zu diesem Warenhaus. Ein kleines Glöckchen Bier würde den Wärter dann zum Schlafen bringen. Okay. Sylph Company, Lagerhalle. Na gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge, dann geht es dann direkt zum Sylph Company Lagerhalle, wo jetzt Team Rocket ein großes Unwesen antreiben. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Gebt einen Daumen hoch, falls es euch dieser Part gefallen hat, und ein Abo da lassen, damit ihr nichts verpasst. Also, bis zum nächsten Mal, haut rein. Euer Red Pocketendo. Ciao!